Herzlich willkommen zurück auf dem weiten Ozean bei Let's Play Paper Mario The Origami King. Im letzten Part haben wir die Peak-Insel abgeschlossen. Und ja, sollen wir jetzt direkt in Richtung Karo-Insel schippern? Dann haben wir das direkt abgeschlossen. Ah, wobei. Ich gucke erstmal nochmal die D-Koordinaten, ob sich da noch irgendeine Insel verbirgt. Aber wir sollten ja jetzt, glaube ich, nur noch drei oder zwei sogar, vielleicht noch nur Inseln haben, die sich hier verbergen. Boah, du hast die Maxi-Muschel. Wenn du die grillen würdest, wäre sie bestimmt voll lecker. Aber wo wäre ein passender Platz dafür? Wir müssen doch wohl nicht wieder zurück zum Grillplatz laufen, den wir da in einem der allerersten Parts hatten. Direkt am Anfang des Spiels. Gibt's wahrscheinlich irgendwas Passendes hier auf hoher See, oder? Oha, das ist also die MS Peach, wie? Na, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Ah, die wird uns auch noch eingezeichnet. Perfekt. Dann haben wir einen weiteren Orientierungspunkt auf der Karte. Gut, und in ihrem Umkreis dürfte nichts gewesen sein, deswegen fahren wir dann hier einfach weiter. Warte mal, wie viele Inseln haben wir denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, gut, dann fehlt noch die Karo-Insel und noch eine weitere. Wo auch immer die letzte dann stecken mag. Vielleicht befindet sich ja inmitten der vier Inseln etwas, was wir suchen müssen. Haben wir mit dir schon geredet? Das Meer ist riesig. Schau auf die Seekarte. Alter, die Spikes haben wirklich immer mit Abstand die krassesten Tipps. Nicht. Östlich doch die Karo-Insel sein, richtig? Wahrscheinlich ist es die da oben. Oh, die. Nee. Sah halt so ein bisschen so aus, als würde die schweben. Tatsächlich nicht. Es ist eine mondsichere Insel. Oho, Festland in Form eines Mondes. Klarer Fall, dieses Island nenne ich hiermit die mondsichere Insel. Er hat sogar auch mondsichere genannt. Wie cool. Hä, wo ist denn dann die Karo-Insel? Genau, das wäre jetzt an. War jetzt an dem Ort, wo ich die Karo-Insel vermutet hätte. Müssen wir wohl doch noch ein bisschen weitersuchen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Scheint auf den ersten Blick nicht ganz so groß zu sein. Wo er recht hat, hat er recht, der Captain. Diese Insel sieht wirklich genau wie eine Mondsichel aus. Ein gutes Auge hat der Toad. So viel ist sicher. Sicher. Okay, scheint auf den ersten Blick nicht ganz so komplex zu sein wie die anderen Inseln, aber der Schein kann ja täuschen. Vor allem, als wäre so eine mondsichere Insel jetzt sowas Ungewöhnliches. Ich fände es krasser, wenn ich so eine Karo oder so eine Peak-Insel sehen würde. Also eine Kreuzinsel. Glaub, so eine mondsichere Insel kommt in der Natur schon etwas häufiger vor. Okay, wir haben ja auf jeden Fall noch so ein kleines Dock. Ah, und einen Schweif kriegen wir auch noch. Und eine kleine Krabbe, die da im Wasser rumschwimmt. Okay, alle Löcher haben wir ja auch schon mal ausgefüllt. Wir können vielleicht wieder ein bisschen angeln. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie das geht. Zum Ausholen gedrückt halten, zielen. So, dann holen wir uns noch mal hier die Krabbe hier, oder nicht? So, jetzt haben wir sie. Okay. Ich denke mal, wir bekommen etwas dafür, wenn wir jetzt gegen die kämpfen, oder? Das wird die doch sicherlich nicht umsonst gewesen sein, ha?
Ah, es bringt uns einen Faltkreis ein. Okay, bin ich mal gespannt, was wir damit hier bewirken können. Na, oder viel eher können wir hier ein Feuerpergamenton, ein Erdpergamenton dann aktivieren. Cool. Warte mal, ist hier vielleicht noch irgendwo ein Toad? Das bimmelt ja die ganze Zeit. Da aktivieren wir erstmal das Erdpergamenton. Ah, doch. Warte, da ist er. Als Hase gefaltet habe ich auch noch nicht gesehen. Diese Insel hat die Form einer Mondsichel. Das ist euch sicher schon aufgefallen, stimmt's? Alter, warum machen die damit so viele Puns? So, die Transformation haben wir auch schon so oft gesehen. Olivia, zeig uns, was du drauf hast. Was genau soll denn das Erdpergamenton hier ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Naja, ich probiere einfach mal ein bisschen herum. Vielleicht passiert ja was. Achtung, fertig, Stimmung! Einfach ein bisschen tanzen. Warum hat sie diese Püschel eigentlich nur in ihrer Pergamentonform? Ah, dann kommt eine weitere Toadstatue zum Vorschein. Und wir haben keine Sichel mehr, sondern einen Vollmond. Okay. Wow, aus der Mondsichel ist ja ein richtiger Vollmond geworden. Wie cool. Ich meine, das war total so geplant, ne? Zwinker, zwinker. So, schauen wir nochmal, was die hier für einen tollen Schatz auf Lager für uns haben. Uiuiui, was mag da wohl drin sein? Was Großes oder was richtig Wertvolles? Ich bin ja so aufgeregt. Ihr habt die Prüfung dieser Insel bestanden. Der Karo-Schlüssel gehört nun euch. Der Karo-Schlüssel? Aber ich sehe gar keinen Schlüssel, nur einen Zettel? Bruderherz, ich habe den Schlüssel. Ich warte auf der pilzförmigen Insel. Dein Luigi. Ach, er war es wahrscheinlich, der da dieses Haus hatte. Aha, was? Luigi war zuerst hier? Wie um alles in der Welt ist er denn nur an diese Truhe gelangt? Oh, und schau, da ist ja noch was drin. Ah, der Türknauf. Damit können wir dann endlich die Tür in diesem einen Haus öffnen. Auf der Pilzinsel. Was ist denn das? Es scheint ziemlich gut in deine Hand zu passen. Finder meines Schlüssels, schreite zu mir und blicke auf die Karte, die ich halte. Wieder eine dieser Tafeln. Verstehen tue ich sie ja immer noch nicht, aber ich füge sie einfach mal in meiner Zeichnung hinzu. Okay, diesmal sehen wir den Mond in der rechten Position und in der Mitte sehen wir dann tatsächlich das Karo. Wahrscheinlich ist die Karo-Insel dann tatsächlich inmitten dieser vier anderen Inseln. Ach so, kann ich den nicht mitnehmen? Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht mitnehmen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Toad. Eben schwamm ich doch im Meer und jetzt bin ich an Land. Was ist hier los? Ich bin total verwirrt. Sei mal lieber froh, dass du nicht aufgeweicht bist. Darüber hätte ich mir jetzt eher Sorgen gemacht. Okay, unsere Arbeit hier ist, denke ich, dann auch getan. Dann schwingen wir uns doch nochmal direkt zurück zur Pilzinsel und schauen, ob wir da Luigi antreffen. Daher möge diese mondsichere Insel nun als Vollmondinsel bekannt sein. Ah, das wird dann auch auf der Karte ergänzt. Cool. So, dann würde ich sagen, ab zu Luigi. Freue mich schon darauf, den mal wiederzusehen nach so langer Zeit. So. Sollte nicht lange dauern. Und wahrscheinlich ist da so ein Barbecue im Hintergarten und da können wir dann die Grillmuschel grillen und die dann irgendwo anders einsetzen. Bin ich echt schon total cool, wie das hier alles so interconnected ist in dieser Welt. So, da wären wir. Gut, auf jeden Fall, dass wir uns doch noch dazu entschieden haben, zu angeln.
Vielleicht hätte ich das in einem normalen Playthrough einfach als was Optionales erachtet und gar nicht angeguckt. Perfekt, jetzt klappt die Tür wieder. Also wortwörtlich und so. Sie klappt auf. Und tatsächlich, hier wartet unser Bro auf uns. Ich werde verrückt. Das ist ja Luigi. Das gibt's ja gar nicht. Wie kommt der denn hierher? Macht er hier einfach so ein Nickerchen? Bruderherz, bist du das? Oh, endlich. Wenn du wüsstest, was ich alles hinter mir habe. Ich war schwer beschäftigt. So ganz nebenbei. Es ist wirklich anstrengend, in einer Latzhose zu schwimmen. Bist nicht ernsthaft den ganzen Weg hierher geschwommen, oder? Das Päuschen gerade habe ich mir jedenfalls redlich verdient. Denn ich habe ihn gefunden. Den Pilzpalastschlüssel. Bestimmt hast du das. Es ist tatsächlich der Karo-Schlüssel. Nach einer von Luigis mysteriösen Funden. Coole Gravierung. Oh, auf dem Schlüssel ist ein kleines Karo-Symbol zu sehen. Sicher ist das der Schlüssel für etwas ganz Wichtiges, aber er sieht nicht aus wie der Pilzpalastschlüssel. Luigi? Du musst jetzt ganz stark sein, Luigi. Denn, weißt du, dieser Schlüssel hier, das ist immer noch nicht der richtige. Warum macht sie ihn denn die ganze Zeit so runter? Das ist trotzdem mega geil, dass er den Schlüssel gefunden hat, weil wir kommen gerade eh nicht an den Schlüssel zum an die Pilzpalasttür, weil das immer noch durch die Dinger eingerappt ist. Was? Schon wieder der Falsche? So ein Mucks. Ach, der hat mir gleich nicht richtig ausgesehen. Er passte doch so gar nicht zum Stil der Prinzessin. Ich muss schon sagen, Luigi, du wohnst ja in einem total süßen kleinen Häuschen. Dieses Haus? Nein, das gehört nicht mir. Ich ruhe mich hier nur gerade aus nach der ganzen Schwimmerei. Aber jetzt, wo ihr es sagt, ich habe hier gar niemanden gesehen, als ich angekommen bin. Ich sollte wohl den Bewohner dieser Insel finden und ihm danken, dass ich hier kurz ausruhen durfte. Wie bist du eigentlich überhaupt hier reingekommen? Das war doch alles zugefroren, als wir hier das erste Mal hingekommen sind. Oh, es gibt noch einen kleinen Keller hier. Bin jetzt durch Zufall gerade reingegangen. Mal, können wir da oben die Box noch irgendwie aufmachen? Hier, Luigi folgt uns jetzt erstmal. Was ist das denn hier? Schau nur, alles voller Origami. Wer auch immer hier wohnt, muss total gerne Origami falten. Ich werde verrückt. Ich weiß genau, wo wir sind. Nach der langen Zeit hatte ich es vergessen. Hör mal, Mario. Ich weiß ja, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei, aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Zu Hause? Was meint sie damit? Genau, hier bin ich auf die Welt gekommen. Hier hat mich mein Bruder gefaltet. Er ist ein echter Origami-Meister, müsst ihr wissen. Warte mal, du bist das Kind deines Bruders? Wait, what? Er hat mich so gut gefaltet, dass ich zum Leben erweckt wurde. Seinetwegen kann ich sprechen, laufen. Naja, eher schweben. Warte mal, stopp. Dein Bruder hat dich also gefaltet? Aber dein Bruder ist doch auch eine Origami-Figur. Wer hat denn ihn dann gefaltet? Alter, Luigi stellt die Fragen, die ich mich hier auch stelle. Ich kann euch hören. Ich bin an einem Ort zwischen den Dimensionen gefangen. Helft mir. Bitte. Hier ist jemand. Diese Stimme. Vielleicht gehört sie der Person, die meinen Bruder gefaltet hat. Dann muss das also der Besitzer des Häusleins sein. Los, Bruderherz. Lass ihn uns befreien. Irgendwie. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das kommt gerade komplett unerwartet. Ich würde sagen, dem Ganzen widmen wir uns dann im nächsten Part von Let's Play Paper Mario The Origami King. Schaut auf jeden Fall schon richtig krass aus, dieser Origami-Tisch. Wie fein ornamentiert das hier auch alles gefaltet ist. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall, hier im nächsten Part erstklassig reinzustarten. Bis dann, wir sehen uns, euer Paulus. Ciao!